Date könnte manche Frauen so ein bisschen die Angst erhöhen für die Frau, ja. Und Date an sich, wenn du das so klar formulierst, ich habe das zwar auch immer mal wieder gemacht, aber dann geht sie davon aus, okay, 3 Dates bis zum Sex und okay, erstmal essen gehen und hier und da. Wenn du es aber einfach als Treffen deklarierst und sich daraus dann schnell Sex ergibt, dann geht sie auch mit einer anderen Erwartungshaltung ran. Was nicht heißt, dass du sie als Kumpel treffen sollst, sondern schon klar von Anfang an kommunizierst, hey, das ist ein Ding zwischen Mann und Frau. Aber ich würde das Wort Date nicht fallen lassen. Ich habe das früher auch gemacht, mache ich mittlerweile nicht mehr. Halt, genau aus dem Grund, um einfach diese Erwartungshaltung an dieses klassische Romantische einzuschränken. Ja, so gemütlich mal Kaffee trinken oder genau, so. Genau, und dann, oh, okay, gemütlich Mario Kart spielen zu Hause im Anschluss, oh, gemütlich, oh, jetzt hatten wir einfach Sex halt. Ne? So funktioniert es besser. Halt. Genau. Und da hilft Meditation, da hilft auch Lachen. Also was ich gemacht habe, ist, dass ich früher, also als ich noch in der Uni war oder FH, war das damals bei mir, als ich Journalismus studiert habe, ich habe, bevor ich rausgegangen bin, so ein kleines Ritual eingeführt. Ich habe 10 Minuten meditiert, ja, mit so einer App, die heißt Headspace. Dann habe ich mich 5 Minuten im Spiegel angegrinst, so, die ganze Zeit. Und danach habe ich noch mehrere Pranks angeschaut, nochmal so 10 Minuten, wo ich so herzhaft lachen muss. Dann wird das, entspannt sich das Nervensystem dadurch, ja, du bist positiver. Und dann bin ich erst rausgegangen, ja. Immer so insgesamt, was weiß ich, 20 Minuten habe ich dieses Ritual gemacht, dann bin ich rausgegangen, dann war ich auch mehr im Moment und das spüren auch die Frauen, ob du wirklich da bist oder abwesend so ein bisschen und nur körperlich anwesend halt. Ne? Wenn du das auch machst, wird das auch besser, aber das wird jetzt keine, also manche Sachen werden sofort besser, zum Beispiel wenn du Pranks anschaust und dann herzhaft lachst, dann ist es in einem Moment ein gutes Gefühl. Ja? Und andere Sachen, Meditation, diese Ruhe gewinnst du über Zeit, wenn du das länger machst. Also ich mache es schon länger nicht mehr, aber das hat mir damals sehr gut geholfen. Halt. Stimmt, ja. Also da kann man sich in gute Stimmung bringen, aber du wirst nicht immer in guter Stimmung sein. Also ja, versuch nicht immer, das von deinem Gefühl abhängig zu machen, rauszugehen, weil dann wirst du auch hier Schwierigkeiten haben, aus dieser Sache eine Gewohnheit zu implementieren und dann irgendwann das in den Alltag zu integrieren, okay? Also da muss dann, wenn deine Stimmung nicht da ist und die Motivation nicht da ist, dann greift immer die Disziplin, ja? Also glaub mir, nicht irgendwelche krassen Bodybuilder, so, die 3-mal am Tag trainieren, denkst du, die haben jedes Mal Bock, so und so viel Zeug zu essen und zu trainieren, die haben auch nicht immer Bock, ja? Aber die machen das, ja. Und manchmal ist die Stimmung besser, die Motivation größer, manchmal geringer, aber lassen sich davon nicht abbringen, ja. Und das ist halt sehr wichtig. Klar, wenn man sich da zusätzlich stimulieren kann, über einen Leiden Kokain oder so, dann macht man das. Oder was weiß ich, halt über Pranks oder was weiß ich, dann kann man das gerne machen. Aber an sich solltest du das nicht als ausschlaggebendes Kriterium betrachten, nur um dann rauszugehen und an deinen Zielen zu arbeiten. Halt, ne? Das stimmt. Ja. Ich meine, das machst du ja in der Uni auch nicht, oder? Da hast du ja auch nicht immer hundertprozentig Lust auf alle Fächer oder so. Das oder? Stimmt, ja. Und dann machst du es ja trotzdem. Was motiviert dich denn da? Weil man es schon einfach Ewigkeiten macht. Genau, weil es ja schon eine Gewohnheit geworden ist. Halt, ne? Und da, genauso wie es da eine Gewohnheit geworden ist, so muss es auch beim Frauen ansprechen und verführen eine Gewohnheit werden. Halt, ne? Aber es geht ja alles eigentlich Hand in Hand. Okay, also Uni ist die eine Sache, okay? Ja. Aber in der Uni gibt es garantiert auch den einen oder anderen, der gut mit Frauen werden will, okay? Dann kann man mit denen zusammen rausgehen, okay? Ja. Und was hast du noch gesagt? Uni, Freunde? Freunde und Frauen, ja. Genau, genau. Und Freunde, wie gesagt, such dir ja Freunde, das kann ja alles sich überschneiden halt, ne? Das ist ja nicht alles separiert. So. Die Leute in der Uni, da gibt es bestimmt ein, zwei, die auch deine Freunde werden können, die mit dir aber auch zusammen besser werden wollen mit Frauen. Und dann hast du alles in Einklang gebracht und das ist viel besser, als wenn du alles separiert betrachtest halt, ne? Zumindest wenn man nicht alles drei unter einen Hut bringt, Frauen, Freunde und Business, in dem Fall die Uni, dann halt eben zumindest Business und Frauen und Freunde in Einklang bringen. Oder vielleicht kann man sagen, man kann Abstriche machen bei den Freunden, dafür sich mehr auf Frauen konzentrieren. Oder Abstriche im Business kann man auch mal, aber würde ich eher nicht machen, sollte eigentlich schon die Priorität Nummer 1 sein halt, ne? Ja, ja. Und so halt, okay? Also auch wichtig, diese Balance zu finden, wo du mehr Energie reinsteckst. Ich kenne ja Leute in Berlin, die zwar gut mit Frauen geworden sind, aber die einfach businessmäßig diesen, ich nenne es mal PPHR-Lifestyle, pimpen, ist das Frauending, pumpen ist so deine Gesundheit und Fitness, hustlen dein Business und dann immer das wiederholen. Ne? Und wenn das irgendwie nicht im Gleichgewicht ist, es gibt Leute, die haben einfach keinen Job, keine Perspektive, sprechen regelmäßig Frauen an, aber das war's. Und die sind zwar gut mit Frauen, ja, können aber noch viel besser sein, wenn sie auch im Business besser dastehen würden oder mehr an ihre finanzielle Situation denken, weil das gibt ihnen auch einen gewissen Rückhalt, eine gewisse Sicherheit, und dann werden die noch besser mit Frauen halt. Ne? Also
immer das schauen, wo du die Prioritäten setzt halt. Ne? Und, aber Business sollte immer die oberste Priorität sein halt. Ne? Business, Uni, dies, das. Und aber das heißt nicht, dass du 24 Stunden Business machen musst, sondern du hast hundertprozentig eine halbe bis eine Stunde am Tag, wo du auch dich dem Thema widmen kannst. Ja? Das ist ja genauso wie im Fitnessstudio. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, trainierst du ja auch nicht 24 Stunden am Tag, sondern eine Stunde, außer du willst ein Bodybuilder werden, und das wollen ja die wenigsten. Also, ne?